Ja, heute Abend die Bedeutung der rechten Anschauung. Meine Motivation für das Thema ist eigentlich eine doppelte. Einmal die Sache selbst und die Wichtigkeit der Sache. Ich hoffe, dass das im Laufe des Abends auch deutlich wird. Und der zweite Grund ist unser letztes Treffen im September, wo es ja an einer bestimmten Stelle eine kleine Debatte gegeben hat. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, gerade diese Thematik nochmal im Zusammenhang und sozusagen ausführlicher darzustellen, dass es auch ein bisschen Grund und Boden hat. Dazu, was Motivation angeht, noch eine kleine Zufälligkeit. Als ich mich auf das Thema so vorbereitet habe, ist mir etwas in die Hand gekommen, und zwar eine Eintrittskarte der Bremer Volkshochschule. So sieht sie aus. Veranstaltung Nummer 133a. Vom heilsamen Zwang der rechten Erkenntnis. Das ist genau unser Thema von heute Abend. Vortragender Paul Debes, Schriftsteller, Hamburg. So. Also das war dann der letzte Anlass zu sagen, dann kann das Thema nicht wirklich daneben sein. Macht man das mal und dann hat es auch ein bisschen mehr Hand und Fuß. Von wann ist das? Gut, dass du fragst, das ist natürlich wichtig. 24. Februar 1954. Hat also schon, ein bisschen was auf dem Buckel, ja. Ihr seht, dass damals schon die Frage der rechten Anschauung von Relevanz war. Und ich wiederhole es nochmal, er spricht vom heilsamen Zwang, ja, der rechten Anschauung. Damit sind wir beim Thema. Und bevor wir zur rechten Anschauung kommen, will ich erstmal ein paar Worte verlieren. Was ist denn Anschauung überhaupt? Also, im Pali würde jetzt das Wort Diti stehen. Und für unsere Sprachinteressierten, das kommt von Dis, sprich sehen. Und damit hat man das Wort schon erklärt. Diti ist Sicht, Sichtweise, Anschauung, Erkenntnis, Theorie, Einsicht, wie auch immer. Das heißt, es meint die Art und Weise, wie wir Wirklichkeit verstehen, wie wir Ich und Welt uns erklären, was wir von der Realität an geistigen Abbildern haben. Und das ist ja nicht nur eine theoretische, akademische Sache, sondern unsere Anschauungen sind ja die Grundlage für unsere Orientierung in unserem Leben. Weil Anschauungen sagen uns, was richtig ist und was falsch ist. Sie sagen, was wertvoll ist, was wertlos ist, was heilsam ist, was unheilsam ist, was man tun und lassen soll. Von daher hat jeder eine Anschauung, ob er es weiß oder nicht. Und das ist die Grundlage, wie er oder sie sein eigenes Leben ausrichtet. Wenn der Buddha von Diti allein spricht, dann heißt das in der Regel immer falsche Anschauung. Und das hängt damit zusammen, dass der normale Mensch völlig abseits der Realität lebt. Der normale Mensch, und da rechne ich uns noch halb dazu, hat Bilder von der Wirklichkeit, die falsch sind. Er lebt, sie lebt aus Illusion, aus Verblendung, aus Meinungen, aus Träumereien und Irrtümern heraus. Und Diti ist deshalb ein wichtiger Teil der Polarität dessen, was wir Theorie und Praxis nennen. Der Gegenbegriff ist dann entsprechend die rechte Anschauung, Samma-Diti. Samma heißt recht gerichtet, richtig, ordentlich, vernünftig. Und meint eine Anschauung, die sich mit der Realität deckt. Wo die Sichtweise sich mit dem deckt, was richtig ist. Samaditi hat der, der die Dinge so anschaut, wie sie wirklich sind. Das mal zur groben Vororientierung. Aber die Welt ist immer ein bisschen komplizierter, als man es möchte und als man das braucht. Und deshalb ist es nicht ganz oder überhaupt nicht korrekt zu sagen, es gibt nur schwarz und weiß. Das heißt, es gibt nur falsche Anschauungen, es gibt nur richtige Anschauungen. Der Buddha sagt uns sehr deutlich, in Klammern ist die M117, wo er das ausführlich darstellt, dass es eben nicht nur falsch und richtig gibt, sondern dass es insgesamt drei
Arten von Ditti, von Anschauungen gibt. Und die möchte ich euch auch anhand der Originalworte des Erwachten jetzt näher bringen. Und zwar, um mal die Richtung anzudeuten, es gibt einen Komplex von falschen Anschauungen und zwei Arten von richtiger Anschauung. Das sollte man im Auge behalten. Fangen wir an mit der Frage, was ist denn falsche Anschauung? Miccha Dicci. Der Buddha definiert das. Schenken, Almosen geben, spenden ist kein heilsames Tun. Es gibt keine Saat und Ernte guten und üblen Wirkens. Nicht gibt es außer dieser Welt auch eine jenseitige Welt. Vater und Mutter gibt es nicht. Und es gibt keine durch unmittelbares Erscheinen wiedergeborene Wesen. Nicht gibt es in der Welt geistliche Asketen und Priester, die vollkommen und vollendet sind und die, nachdem sie diese und die jenseitige Welt in überweltlicher Schau erlebt und erfahren haben, darüber lehren können. Das ist, wenn ihr so wollt, die amtliche Definition. Und wenn man versucht, sich das ein kleines bisschen verständlich zu machen, dann kann man das in diesen fünf Begriffen zusammenfassen. Die erste Behauptung wäre, Großzügigkeit geben Dana ist sinnlos, ist nutzlos, hat keinen Tag. Zweitens, das Karma-Gesetz lehnen wir ab, das ist nicht der Realität entsprechend. Drittens, Transzendenz, Jenseits, Fortexistenz, alles Kokolores, alles Wunsch, Bildung, Wunsch, Denken hat mit Realität nichts zu tun. Das vierte ist das, was so in unserer Welt völlig dominiert, das ist dieser materialistische Grundansatz, dass es nur Wahrnehmung, nur Erleben gibt auf der Basis der Materie, des festen Stoffes. Und dass es so etwas wie geistunmittelbare Erfahrung, geistunmittelbare Existenz nicht gibt. Und das fünfte ist in der Konsequenz, dass das alles nicht gibt, gibt es auch niemanden, der über diese Dinge vernünftig reden kann. Heißt auf Deutsch, also es gibt im Grunde niemanden, der hinter die Kulissen der Existenz schaut und uns da unterrichtet. Und demgegenüber stellt der Erwachte nun die rechte Anschauung. Samadhi. Was ist nun die rechte Anschauung? Es gibt zwei verschiedene Arten rechter Anschauung, nämlich eine, die von Trieben beeinflusst ist, eine gute Ernte schafft, aber Ergriffenes wiedererscheinen lässt, und es gibt die Heilsanschauung, die unbeeinflusst von Trieben und darum weltüberwindend ist, die nur auf dem Heilsweg gewonnen wird. Kurz und knackig, aber da steckt sehr viel drin. Also der bemerkenswerte Satz, dass es eben nicht nur richtige Sichtweisen gibt, sondern da nochmal differenziert zwei Abteilungen. Ich würde das mal hilfsweise, wie das auch in manchen anderen Traditionen genannt wird, nennen. Es gibt relative Wahrheiten und es gibt sowas wie absolute Wahrheiten. Beide haben natürlich unterschiedliche Qualitäten und weil sie unterschiedliche Qualitäten haben, haben sie auch unterschiedliche Folgen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass aus der Anschauung auch etwas hervorgeht. Unser Verhalten, unser Tun und Lassen und dann entsprechend auch unser Erleben. Deshalb ist es wichtig, diese Trennung auch meinem eigenen Kopf festzumachen, und auch immer mal im Auge zu behalten, wann bin ich denn auf welcher Ebene der Wahrheit. Also zwei Arten der richtigen Anschauung. Da fragt man sich jetzt natürlich weiter, na bitte auf, mal los, was ist denn die erste Art davon? Was ist nun die rechte Anschauung, die noch von Trieben beeinflusst ist, gute Ernte schafft, aber Ergriffenes widerscheinen lässt? Schenken, Almosen geben, spenden ist ein heilsames Tun. Es gibt eine Saat und Ernte guten und üblen Wirkens. Es gibt nicht nur das Diesseits, sondern auch das Jenseits. Es gibt Vater und Mutter. Es gibt durch unmittelbares Erscheinen wiedergeborene Wesen. Und es gibt in der Welt
geistliche Asketen und Priester, die vollkommen und vollendet sind, die diese und die jenseitige Welt in überweltlicher Schau erlebt und erfahren haben und darüber lehren. Jetzt muss man nicht besonders intelligent und auch gar nicht besonders aufmerksam sein, um zu erkennen, dass das genaue Gegenteil ist von dem, was ich vorher gesagt habe. Aber nochmal, weil das so die Grundorientierung ist. Großzügigkeit, Freigebigkeit sind ausgesprochen förderlich und hilfreich. Was wir jetzt erleben, ist karmische Rückkehr. Nicht etwas Fremdes, Eigenes, sondern es kommt das, was wir früher ausgeschickt haben, zu uns zurück. Und das, was wir jetzt tun, was wir an Aktivitäten von uns geben, ist zugleich das, was wir künftig erleben werden. Es gibt uns als menschliche Wesen, das ist uns aus Erfahrung bekannt, aber, so hier die Behauptung, genauso real wie unser Erleben ist auch das Erleben als himmlisches, als übermenschliches Wesen oder als untermenschliches Leben. Vierter Punkt, und das ist etwas, womit gerade wir Europäer sehr zu knabbern haben, weil wir so sehr an die Materie glauben, an den Wert und die Wichtigkeit der Materie. Hier wird gesagt, dass bewusstes Erleben die Dimension der Realität ist. Sagt es nochmal. Erleben, Wahrnehmung, Bewusstwerden, diese psychischen, diese geistigen Prozesse, die sind die Grundlagen der Existenz und eben nicht, wie permanent behauptet wird, die Materie, die chemisch-physikalisch handhabbare Materie. Und, das ist die letzte Behauptung des Erwachen und vieler anderer, es gibt Menschen, die das Diesseits des Jenseits erfahren haben, nicht nur darüber spekulieren, aus eigener Erfahrung kennen und deshalb darüber lehren können. Bei dieser Umkehrung jetzt der geistigen Orientierung sind ja noch weitere, ich habe dir das mitgekriegt, Qualitäten dieser Anschauung genannt. Also es sind nicht nur die Inhalte genannt, um was es in der Sache geht, sondern diese Anschauungen haben auch eine bestimmte Grundeigenschaft. Es sind eigentlich drei. Er sagt, es ist eine richtige Anschauung. Ihr seht die Dinge korrekt, aber sie sind noch getrübt, sie sind eingetrübt. Also man sieht sie noch verzerrt, man sieht sie noch ein bisschen schief, noch ein bisschen beengt und betrübt. Warum? Weil wir alle mit inneren Drängen, mit Trieben, mit den sogenannten Asara, mit den Beeinflussbarkeiten herumlaufen. Und wenn man eine rosa-rote Brille aufhat, muss man die Dinge rosa sehen, auch wenn man sie mehr oder weniger realistisch betrachtet. Und wenn man eine dunkelbraune, eine schwarze Brille aufhat, ist das entsprechend. Das heißt, diese richtige Anschauung ist nur relativ richtig, weil sie noch dätschert, ist nicht wirklich vollkommen rein und klar. Trotzdem, obwohl diese Mängel da sind, hat diese Anschauung positive Folgen. Warum? Wenn man diese fünf Dinge oder die vier in erster Linie, die ich genannt habe, bedenkt oder auch praktiziert, also Dana, Sila und so weiter, dann hebt diese Anschauung auf ein höheres ethisches, moralisches Niveau. Das veranlasst uns zu besserem Verhalten, also zu einem edleren, feineren, menschlicheren Verhalten und hat deshalb auch entsprechend bessere, heilsamere, hellere Resultate. Was will man mehr? Aber da ist zugleich der Haken drin. Der Haken besteht darin, dass das eben ein Wirken ist, das immer noch Folgen hat. Auch wenn die Folgen positive sind, hat es eben immer noch Folgen. Und warum das von übel ist, das brauche ich hier, glaube ich, gar nicht groß zu erklären. Aber ich komme darauf nochmal zurück. Das war die Anschauung, die richtig ist, aber noch nicht ganz richtig, sagen wir so. Und was ist denn die rechte Anschauung, die zum Heil führt, die unbeeinflusst ist von Trieben, die überweltlich ist, die nur auf dem Heilsweg gewonnen werden kann? Also hier haben wir die Alternative zu dem von vorher. Und es fällt euch auf, dass hier wieder die Qualitäten dieser Anschauung genannt sind. Also es geht im Moment noch nicht um die Inhalte, sondern um die anderen
Eigenschaften, die diese Sichtweisen mit sich bringen. Da heißt es, diese Art von Bitti ist an-asava, nicht beeinflusst, nicht von Trieben verzerrt, beengt, getrübt, beeinträchtigt. Man hat hier jetzt einen positiven Eindruck, so wie die Dinge sind. Eben nicht mehr mit einer Brille betrachtet, sondern man hat die Brille jetzt abgesetzt. Die zweite Grundeigenschaft, die mit ihr verbunden ist, wird hier überweltlich genannt. Und überweltlich heißt, dass diese Art von Anschauung tatsächlich herausführt. Sie ist nicht wie die andere in der Lage, uns innerhalb des Daseinskreislaufes in bessere, höhere, hellere Regionen zu führen, sondern sie führt ganz aus dem Daseinswandel heraus. Sie macht also die Welt nicht besser und schöner, nicht schöner Leben in Samsara, sondern raus aus dem Samsara. Sie transzendiert praktisch das, was wir Existenz nennen. Die Folgen sind positiv auch, aber wie ihr seht, in einer ganz anderen Dimension, auf einer ganz anderen Ebene zu suchen. Das Letzte ist auch interessant. Diese Anschauung ist auf dem Heilsweg zu finden. Das meint, man kann sie nicht vorher am grünen Tisch irgendwie theoretisch erfassen. Diese Form von richtiger Sichtweise lässt sich nicht durch Denken allein ergrübeln. Da hilft das Lesen von 1000 Büchern nichts. Da hilft das tiefste Nachdenken nichts, sondern da hilft nur die eigene Praxis, die dann diese rechte Anschauung sozusagen erst zutage fördert. Und zwar ganz einfach deshalb, ich komme darauf nochmal zurück, weil sie den Menschen verändert. Die rechte Anschauung verändert den Menschen in seinem Verhalten. Es hebt ihn sozusagen auf ein anderes Niveau, macht ihn deshalb innerlich heller und freier und großräumiger. Und aufgrund dieser veränderten Psyche kann er oder sie auch dann die Dinge anders sehen. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass man sich in der buddhistischen Praxis immer mehr nur an Informationen reinzieht, wie man heute so schön sagt, sondern es geht darum, dass man statt der Information, nein, nicht statt, sondern dass man neben der Information die Transformation bei sich betreibt. Das heißt, der Mensch muss ein anderer werden, um die tieferen Wirklichkeiten zu sehen. Und wenn er das nicht wird, dann kann er sich das abschreiben, jemals eine rechte Sichtweise zu haben, die den Tatsachen insgesamt entspricht. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben hier mal über die M125 gesprochen, wo einer den Berg hochläuft und von oben sagt, Mensch, was ich hier alles sehe, ganz toll. Und unten der sagt, das kann man gar nicht sehen, das gibt es alles gar nicht. Ja. Er kann das auch unten nicht sehen, weil ein riesen Felsblock vor ihm steht. Aber erst in dem Moment, wenn er sich aufmacht und den Berg hochklettert, das ist die Dharma-Praxis, kann er oben angelangt und bis er sich ausgeruht hat, dann kann er wirklich sehen, was der Vorgänger auch da angepriesen hat und ihm als Wirklichkeit geschildert hat. Also das muss man ganz eindrücklich und nachdrücklich sagen. Nur die Transformation, die Veränderung der eigenen Person macht es möglich, dass man die Wirklichkeit erkennt. Jetzt habe ich vieles oder einiges über die Qualitäten dieser beiden Arten von Anschauung gesagt, aber gerade bei der letzteren noch gar nicht gesagt, um was es denn inhaltlich geht. Ich meine, das interessiert einen doch auch, wenn es um die richtige Sichtweise und Blickweise geht. Ja, wie ist denn das? Um was handelt es sich denn? Das ist zwar in dieser Lehrrede nicht gesagt, aber an vielen, vielen anderen Ecken auch. Und ich will euch die Antwort im Original geben. Also der Erwachte wird gefragt, na, was ist denn jetzt rechte Anschauung? Sag's doch, das Wissen über Leiden, beziehungsweise Unvollkommenheit, das Wissen über den Ursprung von Leiden und Unvollkommenheit, das Wissen über die Beendigung von Dukkha, sag ich jetzt,
und das Wissen über die Vorgehensweise, die zur Beendigung von Leiden, Schrecklich, Unvollkommenheit führt. Das nennt man rechte Ansicht. Damit haben wir auch die Themen. Im Kern besteht die rechte Anschauung darin, dass man Bescheid weiß, was es mit den vier Wahrheiten auf sich hat. Alles andere ist Nebenschauplatz, Nebenkriegsschauplatz oder Vorgeplänkel oder Zugabe. Und jetzt sind wir so weit zu verstehen, was der Buddha gemeint hat, wenn er einen Gesamtüberblick über das gibt, was Ditti, was Blick auf Realität angeht. Denn er hat klar unterschieden, fünf ansteigende Grade von richtiger Sichtweise. Also sagt nicht so, hier habt ihr alles, sondern er gliedert das sachlich nach fünf aufsteigenden Ebenen. Und angemerkt noch, das zeigt zugleich auch, dass bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge verstanden und akzeptiert werden müssen. Wenn das nicht eingehalten wird, das ist sozusagen ein pädagogischer Grundsatz, wenn man das kleine Einmaleins nicht versteht, dann wird man das große nicht verstehen und die Relativitätstheorie schon mal gar nicht, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen. So, was ist das jetzt, dieser fünfgradige Anstieg? Da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend, zunächst vom Geben, das haben wir schon gehört, ja, das sind wir wieder, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich darüber hinaus zu wachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre, angeregt und voll Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für die Erwachten das Eigentliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, dessen Beendigung und den Weg dahin. Das ist jetzt das Gesamtpaket. Da sehen wir das auch in der richtigen Konstellation. Die ersten vier genannten Punkte, ich brauche sie nicht zu wiederholen, das nenne ich immer gern sozusagen die hinführenden Lehren. Manche sagen, das ist so das, was man als Lockerungsübungen macht, damit man das Eigentliche verstehen kann. Und diese Dinge vom Geben bis Himmel etc. etc., diese Dinge findet man in vielen Weltanschauungen, in fast allen großen Religionen. Das ist sozusagen menschliches Gemeingut, was so die Spiritualität angeht. Aber die fünfte Lehre, das ist die eigentliche Lehre, sozusagen der Kernbestand des Buddha Dhamma, das sind die vier edlen Wahrheiten. Und die sind bekanntlich nur bei Buddhas zu finden. Das soll nicht heißen, nur bei unserem Buddha, damals, sondern bei allen, die erwacht sind, die anderen vorbereitenden Erkenntnisse alle haben mussten und brauchten, um wirklich durchzustoßen zu dem tiefsten Anblick der Realität, Dukkha, Ursprung, Beendigung und den Weg zur Aufhebung. So, jetzt wissen wir alle, was rechte Anschauung ist, was Anschauung überhaupt ist. Fragen wir uns jetzt, wie kommt es dazu, dass sowas wie Anschauung überhaupt existiert? Warum haben Menschen Weltbilder? Warum haben sie bestimmte Auffassungen und Meinungen? Wie ist es denn bedingt, dass man bestimmte Sichtweisen der Realität hat? Zunächst eine Grundbotschaft, wie vorhin auch, was Anschauung generell angeht. Da gibt es einen knappen und wirklich fundamentalen Satz, der sagt, den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, entsteht Anschauung, entsteht Überlegung. Und wer sich an unsere M18 vom vorletzten Jahr erinnert, der fühlt sich vielleicht ein bisschen an diese Sachen erinnert, die hier sozusagen in einer ganz komprimierten Form dargestellt werden. Im Grunde sagt dieser Satz, Anschauung gibt es dann, wenn zwei Komponenten zusammenkommen, wenn eine Reihe von sogenannten objektiven
Gegebenheiten und eine Reihe von subjektiven Gegebenheiten aufeinanderprallen, dann läuft ein bestimmter Prozess ab, der hier sehr knapp ausgeführt ist und der in der M18 in aller Tiefe und Breite ausgeleuchtet wird. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, aus der Berührung innen außen entsteht Gefühl. Wo Gefühl ist, wird wahrgenommen. Wo Wahrnehmung ist, wird über das Wahrgenommene nachgedacht. Und wo nachgedacht wird, entstehen Abbilder, Theorien, bis hin zu Religionen, bis hin zu Philosophie. Also, das ist etwas verkürzt zu sagen, durch Anschauung, nein, falsch, durch Wahrnehmung entsteht Anschauung. Nicht? Sichtweisen sind das, was man gesehen hat, was die Sinne uns herantragen, was der Geist zusammenwürfelt aus dem, was das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, nicht der Körper als Tastorgan, was die liefern. Das sammelt der Geist auf, rührt das zusammen und legt uns da ein fertiges Bild hin. Wir glauben dran und denken, ja, das ist es, ich habe es doch gesehen, ich habe es doch gehört, ich habe es doch alles erlebt, dann weiß ich auch, was Wirklichkeit ist. Interessant ist, dass der Buddha zu diesem Ergebnis sagt, das ist Kehricht, nicht? Der Geist fegt wie ein Besen den Kehricht in der Wohnung zusammenfegt, so fegt der Geist aus unseren Einzelwahrnehmungen die verschiedenen Dinge zusammen und sagt am Ende, guck mal, wie doll ist das. Das ist jetzt die Wirklichkeit. Ich habe es ja erkannt. Und wenn man jetzt überlegt, was sind denn die Konsequenzen aus dieser Konstellation, dann muss man ja feststellen, dass die Erfahrung der Menschen sehr unterschiedlich sind. Oder ich sag mal besser, die Erfahrungen der Wesen sind sehr unterschiedlich und entsprechend unterschiedlich müssen auch die Ansichten sein. Ich mache es mal ganz grob. Also ein Höllenwesen wird feststellen, hier tut es saumäßig weh, hier ist es dunkel und heiß, die Welt ist furchtbar und die Welt ist von unerträglichem Dunkel. Ja, er erlebt das und dann ist das das Weltbild, das ist die Realität. Eine Devata, ein Himmelswesen würde sagen, ja, hier ist alles hell und schön und ich fühle mich wohl, die Welt ist toll, die Welt ist klasse, ist fantastisch. Ja. Die Realität ist da nichts anderes, als was ich erlebe. Und ein Mensch, was würde der sagen? Ja, es gibt Menschen und Tiere und dies und das und manchmal ist es schön und manchmal ist es weniger schön. Also ein bisschen gemischte Situation. Warum sage ich das? Ich krieg's doch mit, ich sage doch nichts anderes, als ich erlebt habe. Das ist jetzt sehr grob, aber das soll nur mal verdeutlichen, den Zusammenhang, dass man die Gegebenheiten äußerer Objekte und die Gegebenheiten der inneren Gefühlssituation, der inneren Triebsituation, wenn man die beide zusammenbringt, dann entstehen die Bilder, die ich genannt habe. Und wenn dann ein Geist darüber nachdenkt, entstehen aus diesen Einzelbildern Weltanschauungen. Und noch deutlicher wird das, wenn wir mal einfach bei dem menschlichen Bereich bleiben und uns mal überlegen, zu welcher Anschauung muss denn ein Kind kommen, das in einer christlichen Familie aufwächst. Das kommt sicher zu anderen Ergebnissen als ein Kind, das in einer kommunistischen Welt aufwächst oder bei Terroristen. Und ein Kind, das in New York zu Hause ist, das hat doch eine andere Realitätsauffassung als ein Kind, das in der Sahelzone lebt oder im Kongo oder bei uns hier in Deutschland. Also das sind so Beispiele, die zeigen, wie eng die Verflechtung ist von den Dhatu, den subjektiven und objektiven Gegebenheiten und dem, was da angeblich als richtige Sicht herauskommt oder ja, als überzeugende Sichtweise. So viel erstmal zur Betrachtung, wie Ansicht generell entsteht.
Aber ich will das natürlich auch runterbrechen jetzt auf unsere beiden Hauptthemen, falsch und richtig, weil das ja uns noch mehr interessiert. So, ich hatte gesagt, was wir erleben, daraus entsteht Ansicht, Ditti. Dummerweise sind die Wahrnehmungen, die wir haben, eben nicht objektiv. Und deshalb sind die Anschauungen schlicht falsch. Weil sie durch Gefühle, durch unsere Anliegen, durch unsere Dränge und Interessen einfach beeinflusst sind. Deshalb verwundert es nicht, dass der Buddha unsere Wahrnehmungen vergleicht nicht mit Abbildern von Realität, sondern er vergleicht unsere Wahrnehmung mit einer Fata Morgana. Also mit etwas, was es im Kern überhaupt nicht gibt. Bei einer Fata Morgana sieht man was, das überzeugt auch. Es macht sozusagen vom Eindruck her einen sehr, sehr überzeugend. Ja? Aber im Grunde wird da etwas projiziert, was nicht dort ist, wo man es sieht. Es ist auch nicht so, wie man es sieht, und es ist überhaupt nicht das, was es erscheint. Es ist einfach nur eine Spiegelung, in dem Fall eine Luftspiegelung. Aber wenn wir das übertragen auf unsere Erlebenssituation, dann ist das, was wir wahrnehmen, nichts anderes als eine Projektion, eine Spiegelung des eigenen Herzens. So, und dann nehmen wir das wahr, sehen es vor uns und nehmen es ernst. Das ist die ganze Verrücktheit dabei. Warum nehmen wir das ernst? Weil wir nur oder hauptsächlich auf die Erscheinungen gucken. A yoniso manasikara. Wir gucken auf die Oberfläche der Dinge, aber wir gucken sozusagen nicht hinter die Kulissen. Wir gucken auf die Erscheinungen, aber nicht auf die Ursache der Erscheinung. Wir sehen nicht, dass diese Projektionen aus dem Herzen kommen, sondern wir nehmen die Wahrnehmungen als echt und als wahr. Und üblicherweise kann man das auch gar nicht durchschauen. Wenn man da eine Konsequenz zieht oder ein Fazit, das man auf zwei Sätze zusammenbringen will, dann müsste man sagen, dass unser Leben auf einer doppelten Täuschung beruht. Einmal auf der Täuschung durch die Wahrnehmung, die uns nur Illusionen vorgaukelt. Das nennt der Buddha Blendung, Moha. Und die zweite Täuschung ist unsere Anschauung, die durch die täuschende Wahrnehmung entsteht. Das nennt der Buddha Avijja, Unwissen. Aus diesen zwei Granaten, das sind wirklich Granaten, die Welt immer wieder aufs Neue durcheinander jagen. Blendung und Unwissen passiert all das, was an Kummer und Sorge und Schmerz in unserem Leben passiert, weil wir von einer falschen Orientierung ausgehen und deshalb nicht das Richtige tun, immer mal in der Grube landen und wenn wir Glück haben, immer mal auch an einem Strand landen und uns da mal 5 Minuten ausruhen. Aber wir kommen nicht an ein Ziel. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann denn unter diesen Umständen so etwas wie rechte Anschauung entstehen? Ich behaupte ja, dass die falsche Anschauung, diese Blindheit, sich immer selbst reproduziert. Es geht gar nicht anders, dass aus Blindheit immer nur Blindheit hervorgeht. Meint, wer auf die Wahrheit baut, falsch ausgesprochen, wer auf die Wahrnehmung baut, der hat aufs falsche Pferd gesetzt, weil die Wahrnehmung ja immer ein Täuschungsmanöver ist. Und Täuschungsmanöver heißt nicht nur, dass wir das Falsche sehen, sondern dass wir bestimmte Dinge nie sehen. Nehmen wir ein Beispiel. Himmel und Hölle kommen in unserem Erleben nicht vor. Deshalb sagen die meisten Menschen, das gibt's gar nicht. Ja? Die Wahrnehmung sagt, Mensch, Tier, Pflanze, Schluss. Wahrnehmung sagt nicht Himmel, Wahrnehmung sagt nicht Hölle. Also, weil ich das nicht wahrnehme, gibt es das auch nicht. Nochmal, wenn ich nur auf diese Wahrnehmung mich kapriziere, dann ist mein Bild der Realität entsprechend beschränkt. Das heißt, der Anstoß für die rechte Anschauung muss von außen kommen. Außerhalb dessen sein,
was ich jetzt im Moment als ich definiere. So gibt es eine Stelle, in der der Sariputta mal gefragt wird, was sind denn die Bedingungen für Rechtanschauung? Was muss denn da sein, damit das aufkommen kann? Dann sagt er, es gibt zwei Bedingungen. Zwei Bedingungen liegen der rechten Erkenntnis zugrunde. Die Stimme eines anderen und tiefes Nachdenken. Das ist die klassische Formulierung. Das ist einmal die belehrenden Worte, die von außen kommen, dass uns jemand etwas sagt. Das und das gibt es, auch wenn ihr das nicht kennt. Das ist die gehörte Wahrheit, die gehörte Weisheit, die wir über unseren Intellekt aufnehmen. Das ist nicht die eigene, sondern es ist eine fremde Wahrheit, die wir aufnehmen. Es ist ein Akt der intellektuellen Aneignung. Und das Zweite ist, dass wir das, was wir von Fremden übernommen haben, im Idealfall von einem Buddha, dass wir das für uns auch persönlich aufnehmen, dass wir das akzeptieren, dass wir da eine innere Nähe zu diesen Dingen haben. Neumann sagt in seiner Übersetzung, tiefes Nachdenken, das ist ein bisschen wenig. Ja? Hier heißt es in Pali, Yoniso Manasikara. Das heißt, Manasikara, eine Geistestätigkeit, die Yoniso ist, die auf den Ursprung schaut, die Zusammenhänge untersucht, die auf die Gründe guckt, warum etwas erscheint. Also die das Ganze im Blick hat und nicht nur das Oberflächliche, das uns vor Augen steht. Also diese Art von geistiger Tätigkeit meint, dass man die Wirklichkeit erforscht, dass man hinter die Kulissen guckt, dass man die tieferen Schichten der Existenz erkennt und, nicht ganz unwichtig, dass man sie auch im eigenen Leben entdeckt. Dass man merkt, das ist ja nicht irgendwas, was nur geschrieben steht, sondern etwas, was mein tägliches Leben auch beeinflusst und ja quasi konstituiert. Und der letzte Punkt dazu wäre, dass man auch diese Wahrheiten verbindlich nennt. Alles nur zu wissen und zu kennen, das reicht nicht aus, sondern das muss eine Relevanz für das eigene Leben haben. So, und dann gibt es eine kleine Ergänzung noch. Das hat jetzt einen praktischen Aspekt, wie wir zur rechten Wahrheit kommen, zur rechten Einsicht oder Sichtweise. Merkt euch die beiden Punkte. Input von außen und der eigene richtige Umgang damit. So, und da gibt es unterstützende Faktoren noch, die ich auch erwähne. Rechte Anschauung wird von ethischem Handeln, gehörter Wahrheit, Gespräch, Ruhe und Klarblick unterstützt. Das heißt, das sind Faktoren, die uns helfen, damit wir von unserer falschen Sichtweise zu einer besseren kommen. Ethisches Handeln wird unterschätzt, ist aber extrem wichtig. Warum? Weil ethisches Handeln der erste Teil der persönlichen Transformation ist. Damit fängt die Umgestaltung der eigenen Person an. Wer sich diesen moralischen Maßstäben verpflichtet fühlt, entsprechend anders reagiert und handelt als früher, wird feststellen, dass er sich selbst ändert und seine Umgebung verändert sich. Es wird alles mehr oder weniger leichter, heller, angenehmer, friedvoller. Und das macht den Geist bereit und setzt ihn in die Lage, auch die Dinge anders zu sehen. Nur wenn sich der Geist auf diese Art und Weise beruhigt und besänftigt und einen weiteren Horizont sich erarbeitet, wird er auch einen anderen Blick auf die Wirklichkeit bekommen. Die gehörte Wahrheit, das ist der zweite Aspekt, das haben wir vorhin besprochen, also das ist der Input. Kann auch eine gelesene Wahrheit sein, wenn ich die Buddha-Lehre lese oder wenn ich ein Buch lese, Dhamma-Buch lese, kann dieser Input auch erfolgen. Gespräch ist das, was wir hier seit knapp 7 Jahren machen. Das, was wir verstanden haben oder noch nicht verstanden haben, miteinander besprechen. Irrtümer ausräumen, zusätzliche Informationen gewinnen, Erfahrung austauschen, und uns auch wechselseitig korrigieren. Und die zwei letzten Dinge, die betreffen mehr so psychologische Aspekte, Ruhe und Klarblick.
Ruhe ist völlig klar. Wenn ich aufgewühlt bin, durcheinander bin, verwirrt bin, wie kann ich da die Dinge sehen, wie sie sind? Das ist nur möglich, wenn der Geist klar ist, wenn das Gemüt besänftigt ist, dann habe ich auch einen klaren Kopf, um was zu sehen. Und Klarheit, klarer Blick, das hier am Ende steht, das ist etwas wie eine Zugabe, die sich im Laufe der Zeit einstellt, dass man irgendwann beginnt, die Dinge selbst zu sehen, dass man also unabhängiger wird von Informationen durch andere, sondern man sieht selbst, wie der Hase läuft. Und wenn diese fünf zusammen sind und wenn man dabei bleibt und das sozusagen als Prozess immer weiter vorantreibt, wird das auch in die richtige Richtung gehen. Und jetzt noch ein Punkt vielleicht, um mal deutlich zu machen, wie denn die rechte Anschauung, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe, bei den Leuten auch mal richtig einschlägt. Es kann ja sein, dass man sich jahrzehntelang mit dem Buddhismus beschäftigt und trotzdem nicht kapiert hat, um was es geht. Und es kann sein, dass man den einen Punkt mal erreicht, wo all die bisherigen Aktivitäten und Bemühungen sozusagen kulminieren und peng, ja, dieser eine entscheidende Durchblick möglich ist. Und das will ich euch an dem Klassiker vorführen, den ihr alle kennt, aber im Zusammenhang ist das nochmal wichtig. Der Buddha spricht mit dem Laienanhänger Upali, der genau diese Erfahrung jetzt macht, um die es geht. Nun führte der Erhabene den Hausvater Upali in einem allmählich ansteigenden Lehrgespräch ein. Das haben wir gehört. Er sprach mit ihm über das Geben, über die Tugend, über himmlische Welt. Er zeigte Elend, Sinnlosigkeit, Beflecktheit der Sinnendinge und den Segen des Übersteigens der Sinnensucht auf. Haben wir gehört. Als der Erhabene sah, dass der Hausvater Upali im Herzen bereit war, sanft, von Hemmungen frei, zu seinen höchsten Möglichkeiten erhoben, befriedet, da gab er die Lehrdarlegung, mit welcher die Erwachten aus allem herausführen, das Leiden, die Entwicklung, die Auflösung, den Weg. Wie ein reines, fleckenloses Gewand sofort Farbe annimmt, so ging dem Hausvater Upali noch während er da auf seinem Sitze saß, das staubfreie, fleckenlose Auge für die Wahrheit auf. Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Also all das, was ich erzählt habe, ist hier sozusagen zusammengefasst in diesen wenigen Zeilen. Denn da ist nochmal eine Menge gesagt über die Abläufe, wie dieser Prozess des Aha-Erlebnisses zustande kommt und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Wichtiger Punkt ist, dass man die letzte, höchste Wahrheit nicht mit einem Schlag kriegen kann, sondern man muss sich ihr langsam annähern, man muss Stufe für Stufe da hochklettern, bis man sozusagen den Gipfel der Wahrheit erreicht hat. Zweitens ist, dass man diesen tiefen Einblick nur dann bekommen kann, wenn in diesem Moment bei einem selbst auch die passenden Voraussetzungen da sind. Echt? Aber wenn ich schlafen ohnmächtig bin, geht's schon gar nicht. Aber ich muss auch von meiner psychischen Situation da sein. Ich muss offen sein, ich muss bereit sein, diese Wahrheit aufzunehmen. Und der dritte Punkt ist, dass in diesem Punkt dann auch an dieser Stelle auch die Wahrheit angereicht werden muss. Nützt doch auch nichts, wenn ich top drauf bin, der Geist ist hellwach und klar, aber keiner sagt mir was. Ich habe Pizza im Briefkasten. Dann wird das auch nicht funktionieren. Ja? Also die vier Wahrheiten, um die geht's ja an der Stelle, die müssen angereicht werden. Und das finde ich ja sehr schön, wie die ganzen Inhalte sozusagen komprimiert sind auf zwei Dinge. Das letzte Verständnis blitzt dann auf, ist in der Formulierung zu finden, das staubfreie, fleckenlose Auge für die Wahrheit geht auf.
Um was geht es in der Sache selbst? Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Also die Eigenschaft von Anicca, von Unbeständigkeit, die macht die tiefste eigentliche Einsicht aus, die mit Samadhi beschrieben werden kann. Alles andere folgt daraus oder gruppiert sich darum herum. Und das ist übrigens auch der Punkt, wo der Stromeintritt eingeleitet wird. Wo das im Geist fest verankert ist. Alles, was kommt, geht auch wieder. Nichts bleibt. Nicht? Dann ist die entscheidende Hürde genommen. Ich bin noch nicht zu Ende. Ich möchte noch ansprechen, die Rolle der rechten Anschauung. Ein bisschen ist ja deutlich geworden, dass das eine Sache ist, die man nicht so leicht nehmen soll, sondern die man ernst nehmen soll. Aber wie immer das so ist, man kann verschiedene extreme Positionen haben, auch bei der rechten Anschauung. Man kann sie überschätzen, man kann sie unterschätzen. Wenn man sie überschätzt, dann denkt man, es kommt alleine darauf an, sich alle möglichen Informationen über den Dhamma zu besorgen. Also je mehr Bücher ich lese, je mehr Seminare und Vorträge ich gehört habe, umso besser ist das. Themenvielfalt ist wichtig, Detailversessenheit ist etwas, was viele sozusagen berührt. Manche wollen einfach nur die Ausdifferenzierung bis ins letzte Komma ihres Weltbildes hinein. Das ist das, was dann später die Scholastik genannt wird. Also eine trockene, graue Theorie da ist, die mit dem eigenen Leben nichts zu tun hat und die mit der Praxis gar nichts zu tun hat. Gibt es viele Menschen, die so intellektuell fixiert sind und nichts anderes kennen. Und das ist nicht nur individuell, sondern immer auch in der Tradition eine gewisse Phase, wo Dhamma einfach da hineinläuft und dann ist irgendwo zu Ende. Die andere Position wäre das Gegenteil davon. Was sollen uns Bücher, was sollen uns die viele Redereien? Wir wollen sitzen, wir wollen meditieren, wir wollen uns diesen ganzen intellektuellen Ballast gar nicht aneignen, wir wollen die Praxis. Manchmal hört man ja, ihr habt die Theorie, aber wir haben die Praxis. Diese beiden Extreme sind natürlich ungesund. Und wenn man den Buddha befragt, was ist denn die mittlere Position, dann wäre das, was ich jetzt euch sagen will, Samadhi einmal als zentraler Faktor des Dhamma, aber in einem Gesamtgefüge von Theorie und Praxis. Es ist extrem wichtig, aber nicht allein wichtig. Ja? Das sehen wir schon daran, dass Samadhi, die rechte Anschauung, der erste Aspekt des achtfachen Pfades ist. Jetzt noch eine Charakterisierung des Erwachten dazu. Dem Sonnenaufgang geht als Vorläufer und erstes Anzeichen die aufsteigende Morgenröte voran. Ebenso geht den heilsamen Dingen als Vorläufer und erstes Anzeichen die rechte Erkenntnis voran. Dem Rechterkennenden entsteht rechte Gesinnung, dem Rechtgesinnten entsteht rechte Rede und so weiter und so fort, bis dem rechtes Wissen Besitzenden entsteht rechte Befreiung. In diesem Kontext haben wir die wirkliche notwendige Gewichtung von Samadhi. Ohne Samadhi keine Befreiung. Aber mit Samadhi alleine auch keine Befreiung. Sie muss sozusagen eingebunden werden in ein Gesamtpaket, nächstes Mal. Rechte Anschauung beschreibt zunächst mal, was Praxis ist, was dazugehört, wie die einzelnen Teile zusammenpassen. Von daher ist es Theorie. Aber rechte Anschauung muss ja auch selbst erworben werden. Man muss wissen, was ist richtig und was ist falsch. Man muss die alte Anschauung beiseite tun und die neue etablieren. Und das ist Praxis. Also ist rechte Anschauung nicht nur Theorie, sondern ist selbst schon Teil der Praxis.
und lassen und liest die Rechte anschauen, wird ja nicht an Nummer 1 von 8 abgehakt, sondern die rechte Anschauung begleitet uns ja auf dem ganzen Weg und alle anderen Praxisteile, sei es rechte Lebensführung, sei es rechtes Reden und, funktioniert als Übungspraxis ja nur dann, wenn man die rechte Anschauung immer im Hinterkopf hat, die einem sagt, was zu tun und was zu lassen. Wenn man die gleich ablegt, ja, wie soll man dann bei den anderen Übungsteilen weiterkommen? So, und jetzt das Schöne, was mit Samadhi zu tun hat. Wer über Samadhi verfügt, ja, der wird zwangsläufig das eigentliche und endgültige Ziel von Dhamma erreichen. Das geht gar nicht anders. Da ist so eine Art Naturgesetzlichkeit dahinter, dass wer die rechte Anschauung hat, keinen Misserfolg produzieren kann, weil die rechte Anschauung uns zwingt, anders zu denken, anders zu handeln und damit auch einfach zwingt zu einem anderen, besseren Erleben. Samadhi drängt uns voranzukommen und zwingt uns anzukommen. Aber nochmal, Samadhi hat, wie ihr da bei dem Beispiel von der Sonne und der Morgenröte gesehen habt, einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Nicht? Man kann nicht sagen, naja, ich mache erst mal 10 Jahre Praxis und dann eigne ich mir auch noch das bisschen Theorie an. Das mache ich dann, wenn ich mal Zeit habe. Sondern die Morgenröte geht ja auch voran und dann wird es erst heller Tag. Das bekräftigte Erwachte nochmal an einer besonderen Stelle, wo er das Gleichnis vom Rossebändiger uns nahe bringt. Er sagt, wenn ein Rossebändiger, der ein edles Pferd hat und das trainieren will, wenn der mit dem Pferd umgehen will, dann fängt er an mit dem Kopf. Er bringt sozusagen erstmal das Gebiss unter Kontrolle. Gleich wie ein gewandter Rossebändiger, wenn er ein schönes, edles Ross erhalten hat, zuallererst am Gebisse Übungen machen lässt. Ja, warum? Das Pferd guckt, wenn es unkontrolliert ist, überall rum. Der Kopf sucht das, was er gewohnt ist. Wo ist Heu? Wo ist der Stall? Wo ist eine Stute vielleicht? Ja, und deshalb fängt sein Trainer an, sagt, halt mal, ich richte deinen Kopf jetzt dahin, wo ich es will. Sozusagen eine höhere Instanz zwingt das Pferd in eine andere Richtung zu gucken. Und genauso ist es mit der rechten Anschauung. Das ist sozusagen der Kopf. Die rechte Anschauung zwingt uns in eine bestimmte Richtung zu gucken. Und wenn das vorgegeben ist, dann geht man auch in eine rechte Richtung. Dann, wenn das geschehen ist, lässt der Rossebändiger weitere Übungen ausführen und stellt es an. Das heißt, erst wenn die Ausrichtung stimmt, das Pferd ein Stück weit gezügelt ist, dann sage ich, jetzt lauf los, und zwar in die Richtung, die ich dir vorgebe. Dann zieh den Karren dahin, wo ich will. Und das ist das, was mit der richtigen Sichtweise auch passiert. Sie zwingt unseren Lebenskarren, unseren individuellen Karren in eine richtige und heilsame Richtung. Letzter Punkt. Präsenz der rechten Anschauung in unserem Leben. Da gab es das letzte Mal so ein bisschen ein zartes Knirschen, habe ich mir gesagt. Zur Erinnerung nochmal. Ich habe vorhin über diesen Upali gesprochen, wie er sich mit dem Buddha unterhält und am entscheidenden Punkt merkt, das ist es, ich habe es verstanden, alles, was entsteht, muss auch wieder vergehen. Und jetzt will ich die Fortsetzung noch bringen. Das ist auch hochinteressant. Und Upali, der Hausvater, der die Wahrheit gesehen, die Wahrheit gefasst, die Wahrheit erkannt, die Wahrheit ergründet hatte, der wandte sich nun an den Erhabenen also. Wohl an denn, jetzt, o Herr, wollen wir gehen. Gar manche Pflicht wartet auf uns, manche Obliegenheit. Wie ist denn nun Hausvater belieben mag? Also was geschieht denn jetzt mit dieser neu gewonnenen, ganz tiefen und durchdringenden Einblick? Im letzten Moment sind sie weg. Sie sind wie weggeschwemmt.
weil unsere Alltagserfahrungen sich sofort wieder herandrängen, die Art und Weise, wie wir die Dinge immer sehen, wie wir sie gewohnheitsmäßig sehen, bewältigen das, selbst wenn es ein sehr tiefer Anblick war. Und wir sind so drauf, wie unser Vinyana uns automatisiert immer steuert. Das heißt, das, was uns jetzt den neuen Weg gezeigt hat, eindeutig und ohne jeden Zweifel, ist im nächsten Moment wieder bedeutungslos, weil, ach, ich muss ja noch einkaufen. Oder was auch immer. So, und das ist die Situation des normalen Menschen, dass bei ihm die verblendete Sichtweise dominiert und dass bei ihm die Wahrheit, die tiefe Einsicht weg ist. Und zwar für den Nichtbelehrten ist das immer so. Er hat niemals eine richtige Sichtweise, weil er sie gar nicht kennengelernt hat. Er hat sie weder gehört noch selbst erfahren. Aber auch bei den Belehrten, und das haben wir bei Upali jetzt gehört, auch bei den Upali ist es so, dass die rechte Anschauung fast nie da ist. Das heißt ja, dass auch ein Sotapan nicht automatisch immer über die richtige Sichtweise verfügt. Das ist dann nicht tragisch, wenn man die Konsequenz daraus zieht und sie sich immer wieder herbeiholt. Das ist einfach das, worum es geht. Achtsamkeit muss die verstandene Wahrheit immer wieder in das aktuelle Tagesbewusstsein hineinbringen. Du musst immer wieder sagen, du weißt es doch besser, hier ist es, was ich dir zu sagen habe. Je stärker unsere Triebkräfte sind, umso schwieriger ist es natürlich. Ich habe über die Asavas gesprochen, über die Beeinflussung durch die Hassverblendung. Wenn die stark sind, oder erinnere ich mich nicht mehr dran. Und wenn ich in Sati, in Wachsamkeit, in Achtsamkeit nicht geübt habe, ist es umso schwerer, dass ich die Wahrheit mehr wieder heranhole. Und verschieden ist es natürlich, welche Arten von rechter Einsicht ich mir holen kann. Ich habe ja vorhin über diese Abstufung gesprochen. Nehmen wir doch mal das Beispiel vom Geben. Also ich bin beim Bäcker und kaufe ein Stück Kuchen. Da sagt die Wahrnehmung, ach, das schmeckt klasse, kaufe ich mir. Die rechte Einsicht sagt, ja, aber der Nachbar will vielleicht auch, der isst das auch gern, ich bringe ihm das mit. Zuerst die falsche, spontane Wahrnehmung, die aus dem üblichen Tagesgeschehen herbeikommt, herausführt, herankommt. Und dann sekundär, das ist immer sekundär, sozusagen die bessere Einsicht, die danach kommt. Oder im ethischen Bereich ist es genauso, man ist vielleicht in einer etwas verzwickten Situation, eine kleine Lüge könnte helfen, man ist draußen. Und ach, dann, wenn ich so ein bisschen schummel, bin ich los. Ja, vielleicht kommt dann die Einsicht, du, lass es, Lügen haben kurze Beine, unterm Strich führt es zu nichts. Da kommt die sekundäre Korrektur. So, aber damit hört es fast schon auf. Ne? Wann überlegen wir denn während des Tages, welche Konsequenzen unser Tun für unsere nächste himmlische Existenz hat, über eine übermenschliche Daseinsweise regiert? Wann denken wir darüber nach oder haben wir vor Augen, was brahmische Existenz ist, jenseits der Sinn-Dinge? Das wissen wir alles nicht. Wir wissen es nicht im Moment, wir haben es abgespeichert, irgendwo im Hinterkopf, wenn uns einer anspricht, der sagen will, ja, ist doch klar, das weiß ich schon immer. Aber im Tagesgeschehen ist das eben nicht so. Und das waren jetzt nur die Punkte, die sozusagen damisch gesehen uns an die Dinge heranführen. Und für die tiefsten und letzten Wahrheiten, meine ich, wäre es noch schwieriger, diese immer oder auch nur ab und zu mal präsent zu haben. Ich will euch mal in drei Sätzen noch sagen, was ich in meinen Stichworten aufgeschrieben habe. Und dann können wir selbst mal prüfen, wann und wie oft uns diese tiefsten Wahrheiten präsent sind. Ich sage nochmal, nicht wenn wir befragt werden, weißt du, dass das so ist, das sagen immer ja. Ich will wissen, wann diese Dinge in unserem Tagesablauf von selber in uns auftauchen und wir wissen, ja, so ist es. Beispiel. Wann denken wir denn, dass die Dinge, die wir erleben,
gar keine Dinge an sich sind, keine eigene Existenz haben, sondern dass das immer nur erlebte Dinge sind. Haben wir heute Abend schon mal gedacht, diese Kerze ist gar keine Kerze, es ist ein Erlebnis von einer Kerze. Oder wann ist uns klar, dass all das, was wir erleben, gar nichts Fremdes, nichts Äußeres ist, sondern wann sagt unser Geist, da ist wieder deine frühere karmische Ernte. Nicht? Bei jedem Streit mit dem Nachbar sagen wir, was ist denn das für einer? Wir kämen nicht auf die Idee zu sagen, ach, guck mal, da bin ich ja nochmal, da drüben wohne ich, links und rechts ungefähr. Wann taucht es auf? Wann ist uns die richtige Anschauung vor Augen, dass es gar kein Sein der Dinge gibt? Dass es immer nur Entstehen, Vergehen, Kommen, Verschwinden gibt. Dass es kein Sein, sondern immer nur Werden gibt. Wir glauben doch, dass die Dinge da sind, wenigstens so lange, bis sie kaputt sind. Dass die kaputt sind, das akzeptieren wir. Aber sie sind ja im Moment nicht da. Sie sind ja doch im Moment auch nur Teile eines Prozesses. Wann ist uns klar, dass nichts in unserer Erfahrung letztendlich befriedigend ist, erfüllend ist und noch gar nicht sein kann? Und wann denken wir, na, wenn ich das erst habe, wenn ich das erst erledigt habe, wenn das Problem beseitigt ist, dann ist alles in Ordnung. Wann sind diese Dinge präsent? Und das Letzte, um nicht abendfüllend zu werden, wann ist uns klar, dass dieses Ich gar kein souveränes, eigenständiges, autonomes Ich ist, sondern ein Bündel von Faktoren, ein Bündel von Veränderungen, die sich dauernd irgendwie manifestieren, dauernd irgendwie sich zeigen und wieder verschwinden. Das soll uns gar nicht entmutigen. Überhaupt nicht. Ich will nicht im Pessimismus machen. Ich will nur sagen, rechte Anschauung zu haben ist eine Notwendigkeit, aber sie sich ständig in die Tagesbewusstheit hineinzubringen, ist eine Aufgabe, die wir nicht loswerden. Wir müssen unseren Geist so programmieren, dass wir eben nicht nur auf Befragen buddhistisch korrekt antworten können, sondern dass uns diese Antworten immer öfter, immer deutlicher von alleine einfallen. Und letzter Satz, dass diese rechte Anschauung auch nicht nur Theorie bleibt, sondern auch ein Teil unseres Handelns wird, dass sie unser Leben umgestaltet und prägt. Danke für die Geduld und für die Aufmerksamkeit.